Ja, servus, ich bin der Philipp. Servus, ich bin Tana. Hallo, ich bin Timo. Servus, ich bin der Simon. Hi, ich bin die Luz. Hey, ich bin Moritz und mir gefällt ganz besonders gut, wenn ich meine Schüler, die ich teilweise seit Tag 1 begleite, also 2018, seitdem mache ich das, denen ihre Entwicklung sehe. Ich bin jetzt schon fast Tag 1 dabei, also ich spüre schon ganz Zeit jetzt. Ich bin so eigentlich schon seit Tag 1 dabei. Aber auch Schüler, die jetzt wirklich erst seit letzten Sommer jetzt angefangen haben. Ich bin 9 Jahre alt und habe vor ein paar Monaten Gitarre angefangen. Ich habe mal Gitarre gespielt, dann habe ich Schlagzeug gespielt, weil Schlagzeug hat mir besser gefallen. Es gefällt mir wirklich ganz, ganz gut zu sehen, wie die Kinder sich wirklich auch entwickeln. Vor dem Instrument, während dem Instrument und je länger das Ganze geht. Ich bin 11 Jahre alt und spiele seit 3 Jahren da bei Moritz Gitarre. Ich spiele Gitarre und also ich habe Klavier auch noch gespielt und jetzt halt Gitarre. Egal ob Anfänger oder jemand, der jetzt schon 5 Jahre bei mir spielt, eins vereint uns alle, wirklich Spaß an der Musik. Und es macht so richtig, richtig viel Spaß. Und wo es mir das Ganze gegeben hat, ist halt eigentlich, dass man umeinander kommt. Ich habe ein Hobby gefunden. Ein Hobby zu haben, ein Instrument, wo man wirklich selber gefragt ist, was zu machen, aber auch ein ganz, ganz tolles Hobby hat. Und dadurch, dass man so viel umeinander kommt, jetzt vor allem mit der Band, kennt man einen Haufen neue Leute. Das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht an der Musik bei der School of Pop. Und dann wirklich gucken, dass ich immer kleine Ziele, kleine Schritte mache, um auf das Große hinzukommen, um immer besser zu werden im Instrument. Und damit auch was Cooles anfangen zu können, wie vielleicht in der Band zu spielen, vielleicht auch mal selber Videos aufzunehmen, eigene Musik zu produzieren, wie Philipp das jetzt vorhat. Neben dem Gitarrespielen habe ich jetzt auch noch Lust gekriegt, mal eigene Musik zu produzieren. Das wird bestimmt geil. Dazu sind wir hier und dazu machen wir den Unterricht und sehen uns jede Woche, dass ich euch bei eurer Entwicklung in der Musik sowie auch als Mensch vielleicht auch helfen kann.